Boss-Herausforderung wurde den Herausforderungen hinzugefügt. Keine Ahnung, was das ist. Es ist halt jetzt verfügbar. Außerdem, Ganondorfs Rache wurde den Herausforderungen hinzugefügt. Was auch immer das ist, es ist halt jetzt verfügbar. Und yay. Was war das? Moin Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Yay, es ist Donnerstag und es ist der offizielle Release von, ich fühle mich richtig verarscht, Hyrule Warriors Legends, ja. Ich habe schon relativ oft drüber gesprochen, was man denn jetzt alles übertragen kann von Hyrule Warriors Legends auf Hyrule Warriors für die Wii U. Und ich glaube, wir werden auch in diesem Part noch drüber reden. Aber zuerst hat sich der Ultra dran gesetzt und hat seine Wolf-Link-Amiibo ausgepackt. Ja, ist jetzt ungefähr 3 Wochen her, seit ich das Spiel besitze. Habe jetzt aber die Wolf-Link-Amiibo endlich mal ausgepackt. Ja, und die wollen wir jetzt erstmal einscannen, um zu gucken, ob man denn für die Wolf-Link-Amiibo irgendetwas in Hyrule Warriors bekommt. Ich setze jetzt mal hier drauf. Und ich habe ein Amiibo-Geschenk erhalten, Gromas Auge, okay. Ich denke, das liegt daran, dass ich das am Mittwoch aufnehme und die neue Version von Hyrule Warriors noch nicht draußen ist, weil ich glaube, da fehlt noch ein Software-Update, damit das funktioniert. Denn es soll anscheinend mit der Wolf-Link-Amiibo möglich sein, eine neue Waffe für Midna zu bekommen. Also für die wahre Gestalt von Midna soll man eine neue Waffe bekommen mit der Wolf-Link-Amiibo. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt dran ist. Bei den Herausforderungen wurde nebenbei jetzt erwähnt, hier die Boss-Herausforderungen und Ganons Rache-Herausforderungen hinzugefügt. Die schaltet man, glaube ich, frei, wenn man die Standard-Herausforderungen normalerweise spielt. Ich bin etwas verwirrt. Ich werde jetzt, glaube ich, auch gleich nochmal im eShop vorbeigucken und gucken, ob ich eh alle Zusatzinhalte gekauft habe, weil ich habe von guten Pokefinst habe ich einen Code erhalten von Hyrule Warriors Legends, mit denen ich eben die neuen Charaktere sowie die die neue Waffe von Ganondorf übertragen kann auf Hyrule Warriors für die Wii U, damit ich mir das Spiel nicht irgendwie selbst kaufen muss. Danke nochmal an dich, Pokefinst. Du darfst dich in diesem Moment angesprochen fühlen. Keine Sorge, der gute Pokefinst wird auch nochmal zurückkehren und dann kann ich mich bei denen auch nochmal hier selbst bedanken. Weil der gute Pokefinst, der wird dann noch beim Legendenmodus einmal dabei sein. Wo ihr jetzt auch die Möglichkeit dazu habt, beim Legendenmodus dabei zu sein. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, das Video, könnt ihr euch reinziehen. Kam gestern online, oder? Nee, vorgestern. Gut, auf jeden Fall, wir machen weiter beim Abenteuermodus. Es hilft ja nichts, wir müssen wieder in die Schattenkarte. Und mal gucken, was jetzt hier auf uns wartet. Ich kann auch einfach mal in den Bazar gehen und gucken, ob wir die neuen Charaktere schon mal haben. Vielleicht. Nope, da hat sich nichts geändert am Charakterraster. Also besitzen wir die tatsächlich noch nicht. Naja, hilft ja nichts. Müssen wir warten bis zum Software-Update von Hyrule Warriors. Dann wird es wahrscheinlich gehen. Das wird wahrscheinlich dann morgen rauskommen. Für alle, die es interessiert. Also ich nehme da Mittwoch auf. Donnerstag ist ja der offizielle Release. Ihr seht das am Freitag? Ich denke Freitag. Und aus dem Grund, ja, wir setzen uns jetzt erstmal in die erste Mission mit einer neuen Skulltula. Ja, wir können hier natürlich auch wieder Skulltula sammeln. Ich glaube 20, 24 Stück. Gibt's immer pro Map? Bin mir nicht sicher. Aber hier ist die erste Mission mit Skulltula und dann müssen wir das Riesenmonster im Dschungel töten. Mit der guten Agneta. Na dann, es hilft ja nichts. Starten wir in die Mission rein. Gut, da werde ich dann auch wahrscheinlich die zweite Skulltula wieder einblenden müssen, weil die kriege ich jetzt definitiv nicht. Ich hoffe nur, dass meine Waffen wenigstens stark genug sind. Wir können auch nochmal mit der guten Agneta in den Bazar gehen, zur Medaillenschmiede und gucken, was wir da noch machen können. Die hat die dritte angesleistet, das freut mich sehr. Was können wir sonst noch machen? Wir machen das hier einmal bei der guten Agneta. Das dürfte in Ordnung sein und ich glaube, ich hau auch das hier noch rein. Einfach nur, weil wir es können. Und ja, will ich hier
Wir könnten 4 davon machen. Wisst ihr was? Ich mache auch 4. Einfach weil wir es können. Da brauche ich echt eine Schuppe des Verbannten. Das darf doch nicht deren Ernst sein. Ich hasse den Verbannten. Naja. Kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. So, das dürfte es gewesen sein. Ich könnte aber noch einen Trank mitnehmen. Tatsächlich. Ja, der Ultra. Wir nehmen nämlich einen Qualitätstrank schwach mit. Da kriegen wir nämlich coolere Waffen. Da haben wir ja genug Materialien. Das dürfte kein Problem sein. Und dann natürlich die stärkste Waffe von ihr. Das ist die hier. Und die nehmen wir jetzt mit. Na dann, ich bin gespannt, was das jetzt für eine kranke Mission ist. Und dann legen wir mal los. Ich sehe viele Festungen, die es zu erobern gilt. Das gefällt mir gar nicht. Mal gucken, ob wir den A-Rang wenigstens bekommen. So, was ist unsere Hauptmission? Ich werde jetzt hier erstmal natürlich wieder die ganzen Dinger losschicken. Das war schon mal die falsche Kombo. Ah, ich kann mit Agneta gar nichts. Die Boten wollen die Festungen verstärken. Okay, eskortiere die Boten zum Ziel. Das sind die zwei. Das ist meine Kombo. Die wollte ich einsetzen. Sehr cool. Das Huhn ist auch hier. Wir machen gut Schaden, das freut mich. Das ist nicht so eine Mission wie letztens wieder. Aber ich sehe schon, das wird nicht einfach, wenn hier so ein riesiger Typi rumrennt. Hier, der ist schlimm. Gegen den weiß ich nicht, was ich tun soll. Da drüben sehe ich ein A-Special. Den ich eigentlich mir auch holen sollte, bestenfalls. Gut. Und dann hau ich einfach mal hier ein A-Special rein. Der eine dürft's schaffen. Leichter ist der hier unten, denke ich mal. Und wir haben da Thun auf unserer Seite. Also so schwer kann's ja gar nicht sein, wenn wir da Thun haben. Oh. Oh Gott, machen die viel Schaden. Okay. Das könnte doch schwerer werden als erwartet. Bei so viel Schaden. Ein Herz mit so einem einfachen Treffer nur. 2, 3, 4. Die Vierer-Kombo ist nämlich die coole Kombo. Damit kann ich die hier wunderbar abziehen. Dann habe ich hier nochmal einen. Ja, wunderbar. Einer ist tot. Wo ist der andere? Hier. Den kriege ich auch noch. Zack. Und Explosion. Wunderbar. Beide tot. Geben jetzt nicht so viel Material. Und der Typi ist auch schon weitergerannt. Ich würde eigentlich lieben gerne an seiner Seite kämpfen, aber wenn er schon weiter rennt, hilft das nichts. Wow, schon wieder ein Viertelherz weg. Hier ist noch eine Festung, die wir erobern können. Zack, Vierer-Kombo, die räumt wunderbar auf, wie man sehen kann. Ah, wie groß ist denn das hier? Der Bote hat das Ziel erreicht und ruft Verstärkung. Gut, der erste ist im Ziel. Das heißt, wir müssen gleich hoch zum zweiten, sofern ich jetzt die Festung erobert habe, weil die würde ich doch gerne mir holen. Alles klar. Wunderbar. Da drüben steht der Festungskommandant. Natürlich nicht vergessen, bei 1200 spawnt die Skulltula. Das dürfen wir nicht vergessen. Und schon 10 Minuten wieder. Ah, dürfte sie nicht viel mehr ausgehen. Und die sind jetzt hier bei meinem Hauptquartier im Bedrängnis. Das gefällt mir auch nicht. Die werden bald in mein Hauptquartier reinkommen. Ja, hier muss ich definitiv jetzt ein bisschen aufräumen. Der Bote darf nicht sterben, weil ansonsten haben wir die Mission verkackt. Was können wir dann machen? Gar nichts mehr eigentlich. So gut wie gar nichts mehr. So, einmal hier nach vorne brettern. Dann räume ich hier drüben noch auf. Wunderbar, wow. Ganz ruhig. Mit dem will ich mich ungern anlegen. Holen wir uns hier den Festungskommandant. Wo ist denn der jetzt hin? Hier ist eine Schatztruhe. Was gibt's denn da? Die Skulltulas sind definitiv nicht in den Schatztruhen. Ja, öffne mal. Da ist gerade irgendwas gestanden. Weitere Hühner spawnen. Okay. Zum Glück habe ich 6 Sekunden Verzögerung. Dann kann ich mir das ganz in Ruhe durchlesen. Ein Schlüssel.
Ansonsten brauchen wir den, um zum Hauptquartier des Feindes zu kommen. Jetzt müssen wir nur hier irgendwie die Dunkeltypis wegbekommen. Und den Anführer. Das sind beides Kollegen, die ich hier ungern haben will. Aber die Dunkel-Ding, die dürfte doch... Oh, Mann. Ja, jetzt hin. Wunderbar. Die dürfte tot sein. 500 Kills, 600. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt die herbekommen habe, so schnell. So, da ist der Bote. Der darf auf jeden Fall nicht sterben. Oh, Mann. Warum trifft mich denn der so einfach? Also, der Schaden, der ist schon... Der Schaden ist übel. Hier. Oh, hier ist noch eine dunkle Nimbusgarde. Ja, nee. Und die trifft mich natürlich auch direkt. Zack, Explosion. Der da drüben dürfte nicht mehr lange leben. 3, 4. Einmal nach vorne. Und zack. Ah, ich habe den natürlich nicht getroffen. Dann machen wir es mit einem A-Special zu Ende. Puh. Wie sieht's beim Hauptquartier aus? Ja, da wird definitiv noch gekämpft. Die Stoßtruppen brauchen wir auch nicht hier. Und jetzt ist hinter mir eine dunkle Nimbusgarde wieder. Können das nicht die Hühner irgendwie erledigen? Sonst sind sie ja auch so stark, wenn sie gegen mich sind. Jetzt sind sie mal auf meiner Seite und dann können die gar nichts. Darf doch nicht wahr sein. Da glaubt man im Bedrängnis. Ja, sehr gut. Aber die habe ich gut abgezogen. Moment. Könnte das sein, dass die immer wieder von vorne aufsteht? Also immer wieder neu spawnt? Ich glaube, ja. Das heißt, gegen die zu kämpfen, bringt mir mal absolut gar nichts. Das heißt, ich lasse die mal kurz in Ruhe. Und versuche mal, mein Hauptquartier irgendwie zu retten. Da ist einer mit gestiegener Moral. Oh Gott. Komm her. Du musst jetzt erstmal hier raus. Mission erfolgreich, das freut mich. Hier. Das macht immerhin gut Schaden, also das muss man den lassen. Macht immerhin gut Schaden. So. Lana ist anscheinend auf meiner Seite, sieht gut aus. Die Einheit wurde zerschlagen. Was gibt's hier sonst noch? Nichts mehr. Das heißt, ich glaube, wir können jetzt hoch zum Endgegner. Aber wir haben halt die 1200 Kills noch nicht. Das heißt, der A-Rang ist noch nicht drin. Und den hätte ich dann doch gerne. So, einmal hier nach vorne brettern. 700 Kills. Fehlten noch 400. Ungefähr. Ja, 500. Man kann sich's ja schön reden. Hm. Ist das hier der schwarze... Nee, ist nicht die schwarze Nimbusgarde. Der dunkle Schatten-Nimbusgarde oder wie die hieß. Muss ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Weitere Hühner werden auf dem Schlachtfeld gespawnt. Sehr schön. Langsam aber sicher gehört mir alles. Dann kann ich ja nirgends mehr Kills bekommen. Das ist das Problem. Moment, es geht um ein Riesenmonster. Mhm. Das heißt, ich muss ja langsam aber sicher hochgehen zum Endboss, weil sonst habe ich bald keine Zeit mehr für das Riesenmonster. Mhm. Okay. 1000 hätte ich dann doch gerne, weil wenn dann währenddessen ich gegen das Riesenmonster kämpfe, ich den die Skulltula bekomme, dann habe ich definitiv ein Problem. Ja, hier komme ich nicht hoch. Ah, da kommt die dunkle Nimbusgarde. Ja, dann komm hier, nimm den A-Special. Mal kurz auf die Zeit gucken. 6 Minuten. Ist noch in Ordnung. Ist die jetzt tot oder spawnt die wieder? Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die wieder, ja. Also das ist vollkommen umsonst. Gegen die brauchen wir nicht kämpfen. So. 1. Besiege den Magnus. Ja, eigentlich will ich den gar nicht töten. Weil der hilft mir ja eigentlich. Der sorgt dafür, dass mir Gegner spawnen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nach 200 Parts dürfte ich es ja irgendwann mal richtig verstanden haben. So. Da sind noch mehr. 900, okay.
Kriege ich die 1000? Moment, ich kann mal kurz nachgucken, bei wie viel die... Nicht Tutorial. Brauche ich nicht. Hier, Charakter. Und dann School Tula. Wann spawnt die? Bei 1000. Okay. Das heißt, die musst du ja dann auch finden, wenn ich die 1000 erreicht habe. Das wird, glaube ich, auch nicht so leicht. Die Map ist relativ groß. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht hier weg. Müsste jetzt noch irgendwo hier 50 Gegner finden, bestenfalls. Das schaffe ich definitiv nicht. Weil ich denke, die wird genau hier spawnen. So, hier haben wir noch einen, dann haben wir 50. Hilft mir nur wenig. Weil die restlichen sind da unten. Da ist der Magnus. Und tausende von meinen Truppen, die irgendwie versuchen, den zu töten. Kriegen es aber nicht hin. Sehr gut. So, und dann komme ich mit einem Schlag tot. Alles klar. Okay, die dunkle Nimbusgarde ist weg. Wir gucken mal eben kurz auf die Zeit. 8 Minuten, das wird knapp. 40 Kills brauche ich noch. 30. Werden immer weniger. Aha. Damit kriege ich halt keine Kills mit der Attacke. 20. Kriegen wir es hin. Da vorne waren relativ viele, die ich gerade hochgeschleudert habe. Noch 8. Da drüben stehen wieder eine Menge. Wunderbar, 1000. Na dann, erste Skulltula ist gespawnt. Gleich. Gleich müsste es da stehen. Ja. Hallo? Genau. Oh, warum spawnen die jetzt da in der Mitte? Hat er nicht gerechnet. Wo ist das? Ich höre sie halt auch nicht. Hier. Hier wird's laut. Hier drüben? Tatsächlich. Das ist ein gutes Versteck. Definitiv. Kriegen wir den Arsprang hin? 9 Minuten. Ja, ich muss mich beeilen. Ich glaube, Goma war der Boss. Das heißt, das hier ist schon mal ein bisschen einfacher. Den Schlüssel habe ich ja schon. Mal gucken. 18 Minuten. Also ich werde die Magie definitiv... Ist das Sia? Girahim? Sheik. Okay. Puh. Soll ich die Magie hier einsetzen? Ich denke ja. Okay, das hat schon mal gut Schaden gemacht. Vorsicht, Sheik hat gute Attacken drauf. Die kann einen schnell mal ein paar Leben wegnehmen. Das wollen wir nicht. Außerdem 1200 Kills, ne? Wir müssen darauf achten, dass ich die jetzt hier bekomme irgendwo. Wo auch immer ist egal, aber sie muss, die müssen jetzt hier irgendwo kommen. Weil beim Endboss, also beim Riesenboss, kriege ich die definitiv nicht mehr. Okay, Sheik ist tot. Habe ich das Hauptquartier? Das Hauptquartier habe ich schon erobert. Scheiße. Wo kriege ich denn jetzt noch Kills her? So gut wie gar nicht. Die Siegesbedingungen haben sich geändert. Alles klar. Gibt es noch irgendwo Gegner? Kleine Gegner. Irgendwo. Es ist halt wirklich nirgends mehr was. Oh, jetzt fehlen mir 80 kleine Gegner. Hier, bei dir. Du hast doch normalerweise immer welche. Nee. Nicht mal hier. Das ist traurig. Ja. Okay, dann verlieren wir deswegen jetzt. Sehr gut. Egal, ich muss es sowieso nochmal machen. Wegen der zweiten Skulltula. Die spawnt ja dann immer nur beim zweiten Mal. Da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht 4 Herzen verlieren. Ah, Goma. Ich hätte einfach nochmal A machen sollen. Ja. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht versuchen, hier Goma außerhalb seines Kreises zu besiegen. Einmal noch. Kriegen wir das hin?
Ich müsste halt den... Hier, die Attacke müsste ich machen. Die Zweier-Kombo. Genau, weil die macht gut Schaden. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel die jetzt gemacht hat. Komm, ein Treffer noch. Zack, wunderbar. Sehr schön. Hilft nichts. Es waren halt einfach keine Gegner mehr hier. Es hat alles mir gehört auf dem Schlachtfeld. Ja gut. Geschafft ist geschafft. Den Aran blende ich dann einfach ein. Hilft nix. Zeitlich und vom Schaden her jetzt geklappt. Schade. Naja. So, wie viel Materialien bekomme ich denn jetzt? Erstmal hier wieder einen Schirm wegwerfen. Ja, ist doch relativ wenig gewesen. Aber die erste Skulltula von Twilight Princess. Ich denke, das wird mitten in ihrer wahren Gestalt. Sieht jedenfalls so aus. So, geht sich noch eine Mission aus? Ich habe keine Ahnung. Nee, die ist zu lang. Das sehe ich jetzt schon. Auch von Schattenwolkenkarten abschnitten sind Gegner nicht auf der Minikarte zu sehen. Okay, wie bekomme ich die weg? Dazu bekommen besondere Regeln, die speziell auf diesen Kartenabschnitt gelten. Keine Spezialangriffe. Ja. Kann ich mir vorstellen, was das bedeutet. Aber wie bekomme ich die weg nochmal? War das mit dem Strahlentau-Ding hier? Oder war das ein komplett anderes Item? Außerdem brauche ich eine Vase, das heißt, die werde ich bis zum nächsten Mal nachgeholt haben hier. Na dann, beim nächsten Mal ein neues Lana-Kostüm, ich bin gespannt. Oh. Und ihr bekommt jetzt noch die Skulltula eingeblendet. Das war Hyrule Warriors für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dann hoffentlich das Update da ist. Bis dahin.